So, meine Lieben, heute geht es mal am zweiten Messetag auf der ProLight & Sound, auf der wir mal wieder sind, um den Unterschied zwischen P9 und P10. Die Frage kam gestern ab und an mal auf und ich möchte euch das mal so ein bisschen zeigen, wo der Unterschied liegt. Also, wie ihr seht, das Äußere ist es nicht. Die Leistung ist es nicht. Die gleiche Wattage haben beide Leuchten, eine 300 Watt Engine, aber das Innere ist es, was den Unterschied macht. Fangen wir bei dem P9 mal an. Den haben wir hier auf der rechten Seite. Das ist ein Spot, wie der Name schon sagt, ein Beam-Spot, also quasi so ein Hybridgerät, wenn man das mal so sagen darf. Und besteht aus einer Engine, die hier unten drin sitzt. Dann kommt das erste Modul, CMY-Modul und Festfiltermodul. Und das zweite Modul ist das Effektmodul mit einem Gobo-Wheel mit 7 rotierfähigen Gobos und einem Gobo-Wheel mit 11 festen Gobos, wobei auch 2 Beam-Reducer mit an Bord sind. Wenn wir jetzt auf die andere Seite mal zum P10 gehen, sehen wir hier, ich kann euch das mal eben kurz zeigen, was wir gerade zum P9 erzählt haben, indem ich einfach mal die beiden Module rausnehme. Das ist ja bei uns relativ einfach, wie ihr alle wisst. So, und wenn wir jetzt auf die andere Seite mal rübergehen und uns den P10 anschauen, dann fällt uns schon mal auf, der ist erstmal von innen voller, wenn er bestückt ist. Und es ist ein Profile. Das heißt, er verfügt über ein Blendenschiebermodul, sodass wir hier die Notwendigkeit hatten, um das überhaupt reinzukriegen, dass wir aus 2 Modulen im P9 ein Modul gemacht haben. Das zeige ich euch auch. Also ein sehr komplexes Gerät, sehr dicht verschachtelt gebaut, sodass wir halt die Effektmöglichkeiten und die CMY auf ein Modul bekommen haben. Das ist der erste Unterschied in der Bauart. Dazu kommt ein Ausstattungsunterschied. Während wir beim P9, wie gerade gesehen, nur ein Rad mit 7 rotierfähigen Gobos haben, haben wir im P10 2 Gobo-Wheels mit jeweils 7 rotierfähigen Gobos. Das ist ein interessanter Unterschied für die Konstruktion. Und sehr, sehr spannend für den P10. Jetzt muss ich mal eben erstmal die Linse hier hochkriegen, damit ich den Blendenschieber euch auch zeigen kann. Auch den ziehen wir einfach raus. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit gehabt, ihr seht die Aufbauhöhe der unterschiedlichen Module der beiden Geräte, die ist natürlich beim P10 deutlich höher, die Aufbauhöhe. Also brauchten wir Platz und infolgedessen sind wir diesen Weg gegangen, den ich gerade beschrieben habe. Das ist sozusagen der ausstattungsspezifische Unterschied zwischen P9 und P10. Darüber hinaus ist der P10 als kleiner Profile, insbesondere für Theateranwendungen, auch in den 3 unterschiedlichen Engine-Typen, die ihr von den größeren Geräten P12, P18 kennt, erhältlich. Also in HP, HC und Warmweiß, während der P9 ausschließlich als HP-Ausführung verfügbar ist. Noch ein kleiner Unterschied ist der Zoom-Bereich. Beim P9 liegen wir von 3,4 bis 54 Grad, weil es ja ein Beam-Spot ist, also auch eng abbilden soll, während der P10 von 4 bis 60 Grad geht, also mehr Fläche machen kann, auch wenn wir wenig Abstand haben zu einer Bühnenfläche beispielsweise. Last but not least, der P10 verfügt über 2 Frostfilter, ein 1 Grad Frost und ein 5 Grad Frost, während der P9 lediglich den 5 Grad Frost hat, um eben auch Wash-Applikationen abbilden zu können. So, ansonsten, ja, war es das von meiner Seite, würde ich sagen, und hoffe, es hat euch geholfen. Bis bald.